Herzlich willkommen zurück, immer noch zur gleichen Stelle bei Orcs Must Die 2. Immer noch mit meiner sehr femininen Partnerin, Mrs. Enrage. Du hast aber einen Sprachfehler. Schlimm, oder? Nee, so, wir machen fortfahren. Schlucht des Verderbens. Wir machen das, können wir das in Fabrik herstellen und dann kaufen und laden. Ja. Schlucht in flüssiger Form. Moment, ach, ficken, Mann. Ich kann nicht Deutsch, das stand nicht im Let's Player Handbuch, dass man das können müsste, tun. Nee, wird überbewertet. Ja, ist auch wieder wahr. So, Hier kamen sie auch von zwei Seiten, ne? Mhm. Ach, das war das Level, wo man mit diesen Sprungfederfallen arbeiten konnte. Die wir noch nicht haben. Wobei die sich ja auch... Ja, leider. Die glitschen sich aber auch richtig kräftig durch, also von daher... Ja, teilweise ist echt schlimm. Ja, ich hab schon nach drei Fallen immer kein Geld mehr. Ja, die Dinger kosten ja auch 600, ne? So, ja. Dann packe ich da schon mal in dummer Voraussicht des Kriegsmagiers da schon mal welche hin. Und dann kommen wir. Und übrigens, das ist Paul. Nein, das ist Paul. Alles klar, dann gibt's noch Gewitter dazu. Richtig, immer wenn Paul kommt, gibt es Gewitter. Faustregel. Boah, das ist so... Im ersten Level ist das echt so lame. Wenigstens klappt's. Er muss ja nicht mal wirklich was machen. Er ist im Prinzip nur da, um schlecht Wetter mitzubringen. Das war auch so, weil ich den Mana-Bot gekauft habe. Zur anderen Seite. War wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen. Oh, warte mal. Das war's mit meinem Geld. No, schlecht Wetter. Oh. Paul, kannst du dich bitte in die... Du sollst sie nicht vor die Feuerwände stellen. Ja, er will blocken für die Gegner. Ja, richtig. Nee, mein Gewitter hat einen Einfachtreffersee gelandet. No! Ja, denn? Dann. Erstmal zu Penny. Hey, dein Paul haut alle runter. Gut, ne? Ey! Ist ja schön, dass du mir den Rücken erwärmen willst, ne? Aber. Klar, immer. Oh. Manchmal habe ich fast Mitleid bei den Orks. Wichtiger Fanservice. Obwohl, hier. Eigentlich nicht. Gut, ne? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Pass mal auf, ich hab jetzt die Welle so schnell kaputt gemacht, dass die nächste Welle erst jetzt kommt. Ich wollte gerade sagen, jetzt bei dir. Boah. Ah, dann kommen sie endlich. Ah, endlich! Hast auch was zu tun. Du bist auch bezahlt für deine 50 Euro im Monat. Oh. No, Paul is gone. Paul! Nein, Mana! Nein, oh, glaub ich nicht! Da kommt ja noch ein Wagen angefahren. Neum. Frag mich. Ich hab's nicht so mit dem Aim in diesem Spiel. Merkt das schon. Zeit für ein Picknick. Wird noch schlimmer. Also im ersten Teil war es zum Schluss tatsächlich so, dass jeder Schuss, den ich gemacht habe mit der Armbrust, ein Headshot war. Immerhin schon mal etwas. Nimm diese Suchtis. Schick mir mehr! Und selber bei dir. Ich brauche nicht zielen, ich erhöhe einfach den Explosionsradius meiner aufgeladenen Kugel. Ich dachte, ich mach den mal kaputt, damit ich überhaupt was gemacht habe. Oh, was geleistet hast. Oh, warte mal. Jetzt kommen sie bei mir! Ich dachte, ich schieße sie mal ins Kreuz. Boah, voll nett von dir. Gut, dass Paul so ein breites hat. Wer kann das aushalten? Fallorg! Das war's hier schon. Da ist es. Mach dir mal nicht ins Helm. Ah, da kommt neue. Irgendwie kommen die ja noch nicht so weit. Irgendwie lenken sie bei mir gerade auf einer Stelle. Oh. Cool, bei mir steht gerade Verbindungsabbruch. Es bestehen momentan Probleme mit dem Netzwerk. Steht bei das mir. Bei mir ist ja nur die Verbindung zum Gruppenleiter wird unterbrochen. Geil. Ja, siehst du, so werden Let's Play-Aufnahmen sehr lange. Richtig. Kann man schon mal als Outtake nehmen, wa? Das Internetproblem liegt ganz klar auf deiner Seite.
Ja. Und es liegt wenigstens bequem. Warte. Ich schau noch mal eben kurz nach, was ich für Ping hab. Indem du YouPorn anpingst. Ich hab auch hier so ein Programm drauf. Na. Auch noch mal extra anpingen. War das noch mal einfach Ping und dann eine Internetseite? Ja. Yep.